So, willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Eine Runde machen wir noch. Und wir geben uns erstmal einen Verbandskasten. Habe ich ja zum Glück rausgefunden, wie das geht. Habe ich nochmal geguckt. So, auf nach oben. Ich habe Familie. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Wenn du es bis zu ihnen schaffst, nach Neptunes Bounty, dann könntest du sie vielleicht... Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon übel genug mitgespielt. Aber du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Okay, ich komme aber so langsam rein. Die Plasmide haben alles verändert. Sie haben unsere Körper und unseren Geist zerstört, weil wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Haben wir eine Pistole gefunden. Diesmal bist du wirklich so weit gegangen, Brenda. Ich bin doch kein Vollidiot. Ich mache, was ich will. Es ist mein Adam. Ich habe es mir... Willst du es auf die harte Tour oder lieber auf die nette? Ich kann beides. Mach die verdammte Tür auf! Zum letzten Mal, ich warne dich. Brenda! Ich bin total verspeist. Total verspeist. Mach endlich auf! Niemand mehr! Zum letzten Mal, ich warne dich. Brenda! Okay. Ich hab sie nicht angefangen. Du machst es uns bald. Mach endlich auf! Oh, eine Taschenlampe. Ich warne dich! Taschenlampe! Die Taschenlampe! Ja. Brenda! Okay, weiter geht's. Gib mir doch die Taschenlampe. Mach endlich auf! Zum letzten Mal! Ich warne dich! Toilette! Benutzen. Ja. Brenda! Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Mach endlich auf! Wow. Du denkst, das da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie
ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture. Sorry, Leute, aber... Zählt deine Vorstellung davon, was Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. So, jetzt? Auch nicht. So. Du singst gerne, ne? Mensch, nein, wie komme ich denn darauf? Alter, das Spiel ist krass. Müssen wir jetzt gegen das kleine Mädchen kämpfen? Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Elend und er beschützt sie dafür. Krass. Zirkus der Werte. Okay. Ja, das ist vorbei. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wir machen hier nochmal nach Thundercow und Zappy Chappy einen kleinen Cut und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Gothic Gamer. Bye bye.